Vor 30 Jahren fotografierte ich den Sturz der Diktatur in Rumänien. Ich war erst wenige Stunden im Land, als die Nachrichten vom Aufstand mein Heimatdorf erreichten. Danach wurden alle Grenzen geschlossen. Niemand konnte rein noch raus. So begannen meine Semesterferien mit einer Revolution. Als Student aus Deutschland war ich unweit von Temeschwar im Dezember 89 zu Besuch bei meinen Großeltern. Hier dokumentierte ich zuerst den Aufstand der einfachen Leute. Junge, Alte, Kinder, Mütter, Arbeiter, Studenten. Danach fuhr ich nach Temeschwar. Die Menschen damals verlangten alle nach einem besseren Leben. Heute frage ich mich, was aus ihren Wünschen geworden ist.